Weihnachten ist ja für viele eine Zeit der Entspannung, des Zur-Ruhe-Kommens, der Besinnung und des Geschichtenerzählens. Für viele Menschen da draußen ist Weihnachten aber auch das genaue Gegenteil. Eine Zeit, die voll ist von Stress und Konfrontation. Und aus diesem Grund möchte ich heute mal eine etwas andere Weihnachtsgeschichte erzählen, nämlich eine Weihnachtsgeschichte aus Sicht von Unternehmen und Beschäftigten. Seid gespannt. Ich denke, ihr alle kennt die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, in der dem etwas unfreundlichen Geschäftsmann Ebenezer Scrooge drei Geister erscheinen, die dann dafür sorgen, dass er seine Einstellung zu Weihnachten oder die Art und Weise, wie er Mitarbeitende behandelt, grundlegend ändert. Keine Angst, ich will euch jetzt nicht die 5-millionste Version der Dickenschen Weihnachtsgeschichte vorlesen, auch wenn natürlich diese Geschichte mit den darin handelnden Personen auch irgendwie für uns geeignet wäre, um hier an dieser Stelle mal über Weihnachten zu reflektieren. Aber das heben wir uns vielleicht fürs nächste Jahr auf. Als ich im Sommer im Urlaub war, habe ich ja schon ein kurzes Video zur Bedeutung von Erholung, Entspannung und überhaupt Abstand gewinnen zur Arbeit gemacht. Wer das noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich das nochmal hier oben. Und aus diesem Grund will ich gar nicht nochmal so stark auf diese Bedeutung von Entspannung und Ruhe eingehen. Ich möchte einfach mal vor Augen führen, dass für viele Menschen da draußen, die dafür sorgen, dass Weihnachten für uns alle so eine wunderschöne Zeit wird, diese Vorweihnachts- und Weihnachtszeit gerade nicht so entspannt ist. Und gleichzeitig gebe ich euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg, wie ihr mit Stress nicht nur in der Weihnachtszeit ein bisschen besser umgehen könnt. Die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, handelt zuallererst von den Menschen, für die die Vorweihnachtszeit und Weihnachten nicht Ferien bedeutet, auch nicht Entspannung oder Vorfreude aufs Fest, auch wenn das natürlich nicht ausgeschlossen werden kann. Aber es gibt ja all die vielen Verkäuferinnen und Verkäufer zum Beispiel, die gerade in den Supermärkten, Spielwaren, Elektronikfachmärkten, in Bekleidungsgeschäften, in Drogerien, in Floristikgeschäften und vielen, vielen weiteren Bereichen, mehr Buchhandlungen, dafür sorgen, dass wir überhaupt in die Lage versetzt werden, unsere Geschenke kaufen zu können, sofern wir sie eben nicht im Internet bestellen, aber auch die Menschen, die natürlich in den Versandzentren der größeren und kleineren Online-Versandhändler und Versandhäuser generell angestellt sind, für die bedeutet die Vorweihnachtszeit auch starke Sonderschichten. Und natürlich ist es Teil deren Jobs, dass sie diese Aufgaben erledigen und viele dieser Menschen gehen dieser Arbeit ja auch mit großer Freude nach. Vor allen Dingen auch viele Briefträgerinnen und Paketzustellerinnen. Aber was ich an dieser Stelle sagen möchte, ist einfach, macht euch mal bewusst, dass das auch Menschen sind, die vielleicht gerade gestresst sind und ja die Weihnachten ganz anders erleben als ihr da draußen. Und begegnet denen einfach deswegen vielleicht gerade mal jetzt in dieser Zeit, aber natürlich auch generell mit ein bisschen mehr Freundlichkeit und Verständnis, wenn es mal wieder länger dauert an der Kasse, wenn der Paketbote gerade geklingelt hat und schon weiterhetzt, weil er das Auto, obwohl es schon 5 Uhr ist, immer noch voll Pakete hat und so weiter. Denkt einfach dran, es sind andere Menschen, macht denen vielleicht eine kleine Freude. Ich weiß, es ist ja bei vielen Menschen schon Brauch, dass man beispielsweise dem Paketboten ein kleines Trinkgeld oder sowas gibt. Und ich denke, da freuen die sich auch einfach sehr drüber, weil das natürlich auch eine gewisse Wertschätzung ausdrückt. Eine andere Gruppe von Menschen, bei denen in der Weihnachtszeit und in den Tagen nach Weihnachten
vielleicht gar nicht so viel Ferienempfinden aufkommt, sind natürlich all die vielen Leute, die irgendwo in Buchhaltungen, in Controlling-Abteilungen und so weiter beschäftigt sind und die jetzt Jahresabschlüsse, Monatsabschlüsse, Quartalsabschlüsse vorbereiten müssen und ja, die oft auch sogar eine Urlaubssperre zwischen den Tagen, sagt man ja, haben, also zwischen Weihnachten und Neujahr und die einfach da weiterarbeiten müssen, durcharbeiten müssen. Und wir bei Firma zum Beispiel haben dieses Problem ja ganz galant gelöst, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben nämlich unser Geschäftsjahr bis in den Januar hinaus verlängert. Das heißt also, dass wir uns jetzt gar nicht so mit diesem Thema großartig auseinandersetzen müssen. Natürlich dann im nächsten Monat, aber wir eben so auf diese Art und Weise auch die Feiertage ein bisschen entspannter genießen können. Und vielleicht ist das ja auch eine Überlegung für den einen oder anderen da draußen, der sich eventuell mit einer Gründungsidee trägt, einfach das Geschäftsjahr bis Ende Januar oder bis Ende Februar oder wie auch immer ihr das möchtet, laufen zu lassen, um dann eben diese ganze Sache mit Jahresabschluss und so weiter nicht mit den Feiertagen zusammenfallen lassen zu lassen. Die dritte Weihnachtsgeschichte sozusagen, die ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist die von der Bedeutung von Weihnachtsfeiern und sozialer Zusammenzeit in Unternehmen, was natürlich gerade jetzt in Zeiten der Pandemie vielleicht ein bisschen schwierig ist. Aber ich habe da in dieser Zeit immer ein Gespräch, was ich sehr früh am Anfang unserer Karriere geführt habe. Das war sogar, glaube ich, noch zu Studienzeiten. Es war auf jeden Fall zu Studienzeiten. Das hat nämlich auch Eingang in unsere Masterarbeit gefunden, dieses Interview. Und wo eine Führungskraft sagte, ja, so jetzt nicht in diesem früher war alles besser, aber Modus, aber die einfach sagte, ja, früher, da war es so, am letzten Arbeitstag vor den Betriebsferien hatten wir wirklich eine kleine Weihnachtsfeier nachmittags noch. Da wurden sozusagen um, ich weiß nicht, 14 Uhr die Bildschirme ausgeschaltet und die Maschinen angehalten. Und dann hat man da eben noch so ein paar letzte gemeinsame Stunden zusammen verbracht. Das wurde irgendwann abgeschafft und wo früher einfach die Leute, die dann trotzdem noch weitergearbeitet haben, mehr so als die Streber im Unternehmen galten, ist es heute so, dass einfach bis 17 Uhr durchgearbeitet wird, bevor dann alle nach Hause gehen, ohne noch großartig eine Weihnachtsfeier oder sonst was gehabt zu haben. Die Mitarbeitenden hat das sehr getroffen, einfach diese Zusammenzeit, diese nochmal Wertschätzung vielleicht auch von Seiten der Führung und der Geschäftsinhaber aus, dass die einfach fehlte. Und man hat das versucht, dann irgendwie auszugleichen, indem man privat eine Weihnachtsfeier organisierte, die dann irgendwie abends wieder stattfinden musste, indem man versucht hat, irgendwie was Außerplanmäßiges mal einen Abend zu machen oder mal Minigolf spielen zu gehen oder zusammen auf den Weihnachtsmarkt. Aber das war halt immer was anderes dann als wie sozusagen diese Zeit früher, wo man am 23. Dezember einfach gesagt hat, okay, hier 14 Uhr oder 13 Uhr waren es, glaube ich, sogar. Wir machen jetzt Feierabend, setzen uns noch ein bisschen zusammen, trinken ein bisschen was und ganz entspannt essen ein paar Kekse und Lebkuchen und Mandarinen und so weiter und gehen dann ganz entspannt in die Ferien nach Hause. Das ist natürlich auch was, wie gesagt, also gerade wenn solche Traditionen in Unternehmen bestehen, man kann sich vielleicht oft als Außenstehender oder als Person, die neu in eine Führungsposition da kommt oder sogar in eine Geschäftsführungsposition oder sowas und von außen kommt, gar nicht vorstellen, wie wichtig einfach diese kleinen vermeintlichen Rituale für die Belegschaft sind und wie sehr das alles zusammenschweißt, wie sehr das zur Motivation und so weiter beiträgt und wie viel da eben auch kaputt gemacht wird, wenn man sowas eben abschafft. Denn seien wir mal ehrlich, also die letzten 3 Stunden nachmittags am Tag vor den Betriebsferien, das sind eh nicht die produktivsten vom ganzen Jahr. Also kann man da ruhig auch mal ein bisschen entspannter
dran gehen. Und zum Schluss möchte ich noch von all denjenigen erzählen, die jetzt nicht vielleicht in der Buchhaltung tätig sind oder in anderen Bereichen, wo noch bis zur letzten Minute wirklich stark geschuftet werden muss, zum Beispiel im Verkauf, ja, sondern an all die Leute, die Projekte fertig machen müssen oder denken, sie müssten Projekte fertig machen. Ich habe vor einigen Tagen mit einem Freund gesprochen, der mir erzählt hat, dass er in den letzten Wochen einen sehr stressigen Alltag hatte, weil einige Projekte vermeintlich unbedingt fertig werden mussten, weil er sich selbst also so unter Druck gesetzt hat, weil er dachte, dass da Projekte noch jetzt vor Weihnachten fertig werden mussten und wo dann ja große Enttäuschung herrschte, als Anfang der Woche man festgestellt hat, oh, für die Kunden ist das überhaupt nicht wichtig, wenn das Projekt startet sowieso erst im nächsten Jahr irgendwann und wenn dann noch die Hiobsbotschaft kommt, ja, wir haben den Auftrag jetzt doch allem Stress zum Trotz nicht bekommen, dann ist das natürlich auch, naja, ich sag mal im besten Falle nur ärgerlich. Was ich damit sagen will, ist eigentlich ein bisschen weniger Stress ist in der Regel gar nicht so schlimm. Ja, geht ein bisschen entspannter dran. Ich meine, ich kenne das auch von mir. Ich habe neulich mal alte To-Do-Listen gefunden, wo ich Sachen drauf geschrieben habe, die ich in dem Moment wirklich sehr, sehr, als sehr, sehr wichtig empfunden habe. Und ich habe dann festgestellt, ja, viele Sachen davon, die sind aus welchen Gründen auch immer, habe ich die nicht gemacht, nicht machen können. Das hatte zeitlich dann nicht gepasst. Und dann ist das irgendwie im Laufe der Zeit auch in den Hintergrund gerückt. Und einige dieser Sachen habe ich bis heute nicht gemacht. Und heute sind sie völlig bedeutungslos und ohne, dass das irgendwelche negativen Konsequenzen hatte, ja. Wir priorisieren einfach für uns und unsere Arbeit manchmal falsch und priorisieren vielleicht Sachen auch höher, obwohl sie gar nicht so wichtig sind. Und ich denke, das ist bei vielen, also zumindest für mich habe ich das gemerkt, ein sehr, sehr großer Stressfaktor und Stresstreiber, dass wir Sachen, die weniger wichtig sind, höher priorisieren, was uns dann natürlich auch wieder für die wichtigeren Sachen, die wirklich wichtig sind, weniger Zeit lässt. Und deswegen ist einfach auch, denke ich, so eine gewisse Reflexion darüber, was ist wirklich wichtig für meine Arbeit, sehr, sehr wichtig. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr in den kommenden Tagen einfach eine gute Zeit mit Familie, Freunden und so weiter verbringen könnt, dass natürlich alle gesund bleiben und ja, dass ihr auch in der nächsten Woche eine entspannte Zeit habt, diesen heutigen kürzesten Tag des Jahres genießen könnt, denn momentan scheint ja hier zumindest doch die Sonne und ja, ich verabschiede mich jetzt damit in die Ferien. Das Video für nächste Woche ist nämlich auch schon fertig. Es ist noch nicht hochgeladen. Das mache ich jetzt, sobald ich das hier hochgeladen habe. Und wünsche euch in dem Sinne schon mal ja, frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, soweit noch nicht geschehen. Und aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!